Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein Thema, das tatsächlich eine gewisse Relevanz auf meinem Kanal gefunden hat. Ich hoffe, das liegt nicht an meinem Aussehen. Viele von der Community unter euch sind bereits schon sehr trainingserfahren, was Hammer ist. Den Zuspruch von Leuten zu bekommen, die schon seit 10 Jahren trainieren, das ist schon mal hart. Aber ich habe tatsächlich ein paar wertvolle Schätze unter meinen Abonnenten, die seit 20 Jahren trainieren und damit dann eigentlich auch schon so lang wie ich oder sogar länger. Also wirklich Leute, die seit 30 Jahren dabei sind, schon 40, 50 Jahre alt sind. Und erstmal an euch, das ist mir ein Riesenkompliment, dass ihr dabei seid, dass ihr zu dieser Community gehört. Erst recht, was ein Kompliment ist, dass ich dann auch wieder nochmal zurückgeben kann an euch, was ihr mir ja damit gebt, spricht das für eure Persönlichkeit. Denn viele Bodybuilder, die alleine schon nur 3 oder 4 oder 5 Jahre trainieren, lassen sich nicht mehr gerne reinreden. Dass ihr die Tipps gerne annehmt und dass sogar viele von euch mir dann schreiben, dass sie diese Tipps wahnsinnig toll fanden, umgesetzt haben und dass sie darunter auch noch einen riesen Erfolg hatten, das ist einfach nur krass. Ja, gut. Zunächst erstmal dazu. Jetzt geht es also um das Thema, wie trainiere ich in höherem Alter? Gibt es da irgendwelche Tipps? Und ja, mittlerweile gehöre ich zum höheren Alter. Eigentlich nicht vom Alter her, aber als Bodybuilder, der jetzt schon über 40 ist, ja, das kann man schon vielleicht zählen, vor allem weil es ein Sport ist, der nicht unbedingt gelenkschonend ist. Und viele Bodybuilder hatten ihre Höhepunkte der Karriere nach 40, aber dennoch, wir, naja, mehr Lifestyle-Trainierenden gehören vielleicht nicht dazu, aber auch noch nach 20 Jahren Training. Auch das macht noch etwas mit einem. Man hat zum einen sich vielleicht die Sporen schon verdient und ist schon wirklich ernsthaft betrieben und zum anderen hat man dadurch aber auch schon Abnutzungserscheinungen, heißt schon tatsächlich angeschlagene Gelenke. Selbst wer das nicht hat, merkt vielleicht, oh ja, es wird schwerer und es ist nicht mehr so, wie als ich 16 war, 18 war, 20 war. Also kommen wir mal zu der Liste von Dingen, die ihr beachten solltet, wenn ihr schon älter seid beim Training. Grundsätzlich, und das ist schon mal die gute Nachricht, ihr trainiert eigentlich so wie vorher. Auch ihr geht noch an die Gewichte, auch ihr geht noch bis zur letzten Wiederholung. Da gibt es jetzt kein Rentner- oder Kiesertraining oder sonst was. Auch ihr könnt noch einen hohen Splitplan fahren, Vierer-Split und die Brust so richtig zum Bersten bringen und die Arme trainieren. Alles gleich. Auch die Gewichte werdet ihr gleich behalten. Auch ihr geht noch bis 6 Wiederholungen runter. Das ist sogar umso wichtiger. Ihr müsst weiterhin eure Satellitenzellen aktivieren, damit der Muskel wirklich weiß, ah ja, ich werde gebraucht. Wenn ihr im Alter auf ein Pumptraining übergeht und nur noch 20, 30, 40 Wiederholungen macht, ja, Carsten in allen Ehren, aber das bringt weniger. Mir nichts, den meisten, die ich kenne, nicht. Es gibt aber sicherlich immer wieder Ausnahmen da draußen. Insofern fühlt euch damit gar nicht beleidigt. Seid froh, dass ihr die Ausnahme seid. Aber wir müssen dann meistens trotzdem noch ein bisschen zu lang, denn die Brust muss auch wissen, dass sie eben noch gebraucht wird. Und deswegen ist eines der zentralen Themen Regeneration. Und das fängt an mit dem richtigen Aufwärmen. Punkt 1, Aufwärmen. Ihr müsst euch mehr aufwärmen. Ihr dürft das nicht schleifen lassen. Ihr habt schon ein bisschen Videos von mir gesehen zum Aufwärmen. Ich wärme mich recht lange auf und das Aufwärmen ist auch meistens ein wenig komplexer. Ihr beginnt quasi euer Training mit Pump. Das übrigens ist auch ein Tipp, wesentlich besser für jeden 16-Jährigen da draußen, der zum ersten Mal ans Eisen geht. Aufwärmen auch gut. Die machen es nur weniger. Und das Gute ist, sie verkraften es wenigstens. Sie werden dann nicht direkt steif oder kriegen sofort Verletzungen oder die Gefahr erhöht sich nicht dadurch. Das passiert aber vielleicht schon eher bei den 35-Jährigen plus oder plus plus oder plus plus plus. Also für euch ist das eine Pflicht, für die anderen wäre es einfach nur gut. Aber da es für alle gut ist, ist das doch eine verbindende Sache, die wir mal definitiv machen sollten. Und da noch eine Sonderregelung, nicht nur immer die einzelne Muskelpartie. Es gibt ein paar, die besonders komplex sind und besonders angegriffen im höheren Alter. Unter anderem euer komplexestes Gelenk am Körper, das Schultergelenk. Wenn ihr den Brusttag habt, wo die Schulter so stark bei ist und die meisten Schulterverletzungen kommen nicht vom Schultertraining, sondern vom Brusttraining, dann wärmt die Schultern auf. Ich wärme sie auf mit 6 ganzen Sätzen und das ist wichtig. Aufgepumpte Schultern, dann ans Brusttraining. Keine Sorge, vielleicht schafft ihr trotzdem noch euer Bankdrückrekord. Und am Schultertag natürlich, auch da wieder die Schultern. Am Rücken- und am Beintag, nein, da müsst ihr das nicht machen. Aber zumindest an den beiden Tagen sind die Schultern so elementar dabei, da ist es wichtig. Nicht umsonst befinde ich mich hier bei den Squats, das ist nämlich schon das nächste Thema. Stellvertretend für die Hardcore-Übungen, die es da draußen gibt, lasst vielleicht
diese Hardcore-Übungen weg. Es gibt sehr viele sehr komplexe Übungen und umso weniger ihr davon benutzt, desto weniger Möglichkeiten gibt es, sich dann zu verletzen. Und desto weniger Gelenke müssen insgesamt warm sein. Gerade die Top 2 Übungen, Squats oder auch Kreuzheben. Ich muss dazu sagen, Squats habe ich in meinem ganzen Leben nie gemacht. Ich war vorher Basketballspieler, auch da hätten sie mir nicht unbedingt gut getan. Und mein Körper fühlte sich schon nie so an. Es gibt sicherlich Leute, die spielen viermal die Woche Basketball und können squatten wie die Weltmeister. Ich konnte es nicht. Ich hatte aber auch schon immer eine schlechte Regeneration. Und auch da hört man einfach auf sein Körpergefühl. Ja, die meisten handeln das als eine Pflichtübung unter den Männern und Bodybuildern. Und wer das nicht macht, der gehört einfach nicht dazu. Tja, da müsst ihr entweder drüber stehen oder zeigt es denen, indem eure Haxen trotzdem am Ende dicker sind. Squats, zu komplex, wenn man euch da verletzt, ätzend. Außerdem, Wirbelsäule ist bei beiden ein großes Thema, Kreuzheben wie Squats und ihr seid einfach anfälliger. Die Wirbelsäule hat euch jetzt 40, 50, vielleicht schon 60 Jahre lang getragen und ist nun mal einer der sensibelsten Teile eures gesamten Skeletts. Mit den ganzen Bandscheiben dazwischen und so. Warum? Diese Übung brauchen wir nicht, um dicke Beine zu haben oder einen guten Rücken. Das war vielleicht mal nett, als wir 16 waren, aber ist einfach nicht nötig. Verabschiedet euch von den Übungen. Es gibt dann sicherlich auch noch ein paar andere. Alle Übungen, die so komplexer sind, die auch eigentlich weniger mit Bodybuilding zu tun hat, etwas wie Reißen, Stoßen, sonst was. Vielleicht auch so etwas wie Langhantel, Schulterdrücken im Stehen, wo ihr dieses Hohlkreuz macht und wo ihr die Hantel irgendwie dann ablegen müsst und dann vielleicht euch was an der Schulter holt. All das braucht ihr nicht. Diese ganzen Freigewichtsübungen, die gefährlich sind. So zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken. Wenn ihr nicht die Kraft habt, die einfach hier rauszudrücken, sondern irgendeine komplizierte Technik braucht, um die hochzustoßen oder jemanden, der euch dabei hilft, lasst es weg. Ist gar nicht nötig. Und damit kommen wir dann auch schon direkt zu dem nächsten Tipp. Benutzt mehr Maschinen. Maschinen sind toll. Maschinen machen Spaß. Maschinen haben ja schon als jungen Spund wirklich Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, wir haben auch in den letzten Jahren gelernt, dieses auch hier wieder sehr männliche Ideal von freien Gewichten und nur das ist das einzig Wahre. Nun ja, das gibt es nicht unbedingt. Ja, sie haben gewisse Vorzüge, weil vor allem viele Hilfsmuskeln mit aktiviert werden und vielleicht macht es den einen oder anderen auch Spaß, aber sie sind keine Erfolgsgaranten. Und Maschinen können das genauso gut, teilweise aber auch besser. Insofern habt den Mut, mehr auf Maschinen zu steigen. Selbst wenn ihr euch als Jugendlicher eher an den Gewichten wagt, dann ist das eben eine Sache, macht im Alter wesentlich mehr die Maschinen. Das Gute an den Maschinen ist, die sind abgesicherter, selbst wenn die mal plötzlich hier runterfallen. Da gibt es nicht so etwas wie bei Kurzhanteln oder Langhanteln, dass sie euch auf die Rübe knallen. Und zusätzlich ist die Bewegung geführt und damit kontrollierter. Auch hier kann euch nicht mal irgendein Hilfsmuskel, der vielleicht nicht genug erholt ist, Erholung ist ein großes Thema, nach hinten wegknicken oder so und dann ist alles vorbei. Also einfach ein bisschen mehr an die Maschinen gehen und da könnt ihr auch wieder bis zu 6 Wiederholungen runtergehen, eure Krafteinheiten machen, auch mal etwas mehr stoßen, explosionsartiger, all das normale, richtige Bodybuilding, nur eben an den Maschinen. Warum nicht? Konzentriert euch mehr auf die Muscle-Mind-Connection, auf den Muskelfokus. Das ist grundsätzlich eine Sache, die solltet ihr lernen von Tag 1 an. Und das ist ein Riesenvorteil, den ihr vor jedem habt, der gerade erst anfängt. Ja, er mag mehr regenerieren, kann sich wesentlich mehr erlauben, aber muss es auch. Denn wie ihr wisst, in den Anfängen, da haben wir alle falsch und schlecht und da Hauptsache schwer trainiert und konnten es aber wenigstens wegstecken. Und dann müssen wir es nur schaffen, rechtzeitig die Kurve zu bekommen. Denn wer das immer noch nicht gelernt hat und dann älter wird, der wird daran kaputt gehen. Und nun ja, wer vielleicht zu früh damit anfängt und sich nur darauf konzentriert, der hat nie die Gewichte gerissen. Aber das ist trotzdem meistens die bessere Alternative. Also umso früher ihr es wirklich ernst genommen habt, euch in den Muskel einzufühlen und schon mit dem geringsten Gewicht den Muskel trefft und einen guten Pump alleine schon bekommt, desto besser. Und darauf verlasst euch immer mehr. Denn wenn ihr jetzt schon 10 Jahre Trainingserfahrung habt und im Alter trainiert, dann geht wesentlich mehr auf dieses Gefühl. Ihr braucht nicht mehr etliche Kilos Bankdrücken, mit denen ihr dann gerade 5 Wiederholungen schafft, damit eure Brust da irgendwas spürt. Nein, das braucht man vielleicht, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Ihr schafft es mit 30 Kilo weniger, trotzdem mit Intensitätstechniken und mit richtigen Fokus, sehr schwer eure Brust zu treffen. Also, nutzt das aus, nutzt diesen Trainingsvorsprung aus, diesen Erfahrungsvorsprung aus und konzentriert euch wesentlich mehr auf die Konzentration. Und zu guter Letzt, was mache ich denn hier? Und zu guter Letzt die Lehre, die man von mir gewohnt ist, splittet
euer Training und sorgt für genug Regeneration. Die meisten Dinge, die ich heute genannt habe, hatten mit Regeneration zu tun. Aber das Wichtigste bei der Regeneration ist eben letzten Endes die Zeit. Die Zeit, die vergeht zwischen den einzelnen Trainingseinheiten. Und ja, auch Trainingseinheiten, die nicht den gleichen Muskel beanspruchen. Die Zeit natürlich zwischen Brust und Brust, ja, aber auch die Zeit zwischen harten Beintraining und dem nächsten Training. Ihr werdet immer erschöpfter sein. Mit 16 habt ihr vielleicht richtig hartes Beintraining gemacht und konntet 2 Tage später wieder oder 3. Und selbst wenn der Muskel noch nicht erholt war, dann habt ihr das verkraftet. Aber das geht nicht mehr. Wenn ich jetzt mal richtig hart die Beine trainiere, könnte ich eine Woche schlafen. Und dann geht auch eben nicht viel. Selbst wenn ich nur ein Bizeps-Training mache, bringt einfach nichts. Deswegen sorgt dafür, dass ihr jetzt gerade vielleicht eher auf einen Splitplan wechselt, wie Dreier-Split, Vierer-Split und dann immer einen Tag Pause zwischen den Einheiten habt. Hey, so kann man es angehen. Dazu ist eure Muskelqualität eine völlig andere, euer Fokus auf den Muskeln ist ein völlig anderer und auch der Memory-Effekt eurer Muskeln ist ein völlig anderer. Das sind Riesenvorteile, nutzt diese. Euer Muskel wird sich nicht mehr so leicht dann abbauen, wenn ihr ihn immer noch jede Woche trainiert. Und das ist so der letzte und vielleicht sogar wichtigste Tipp, lasst euch mehr Zeit. Nach so etwas wie einem Beintag oder einem Rückentag gehört immer ein Tag Pause. Für mich sowieso, leider auch schon früher, aber erst recht jetzt. So, ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ich hoffe, dass ihr noch viel mehr Leute findet, denen ihr diesen Ratschlag geben könnt, mal auf diesen Kanal zu schauen. Ich mag es, dass in meiner Community nicht nur die jüngsten Jungspunde sind. Ihr seid die Juwelen davon. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt gemerkt, aber auch für alle anderen da draußen, das sind auch Tipps für euch. Regeneration trifft jeden von uns. Wem das gefallen hat, den Daumen. Ansonsten Kanal abonnieren, stöbert mal nach den anderen Videos. Und das war's von mir. Bis bald, euer Gotti.